Sims, hol Washington ans Rohr. Alle anderen ausrüsten, wir brechen auf. Das war die richtige Wahl, Bell. Komm schon. Du gehörst zu uns. Adler. Gut. Ja. Sagt euch nach. Wir brechen bald auf. Vor 5 Jahren hat der NATO-Geheimdienst ein unbekanntes Signal mit hoher Sendeleistung entdeckt. Das neue Signal sorgte weltweit für Funkstörungen. Und für diverse Verschwörungstheorien. Die NATO hat es zu dieser Einrichtung in der ukrainischen Sowjetrepublik verfolgt. Der Duga-Radaranlage. Ein Überhorizontradar. Ein enormer Fortschritt gegenüber ihrer alten Raketenabwehrtechnik. Und zieht jede Menge Saft. Damit könnten sie jedes beliebige Langstreckensignal aussenden. Wie Zündungscodes für Greenlight-Atombomben in Europa. Wo genau ist das denn? Knapp 100 Kilometer nördlich von Kiew. Zwischen Pripyat und Tschernobyl. Rundherum gibt es kilometerweit nichts als Wälder. Ein perfektes Versteck für Perseus. Wir müssen euch weiter draußen absetzen. Keine Aufklärung, keine schwere Unterstützung. Nur ein kleiner Infiltrationstrupp. Kein Problem. Sag einfach, wo es lang geht. Bell ist in letzter Minute für uns eingesprungen. Ich hatte nie Zweifel. In Ordnung. Alle beim Tor sammeln. Vergisst du auch wirklich nichts, Bell? Hier ist nichts. Das kann nicht der richtige Ort sein. Wir haben bei uns auch nichts gesehen. Er war's. Er hat uns angelogen. Stimmt das, Bell? Du lockst uns ins tiefste Russland, damit Perseus diese Atombomben zünden kann? Ich hatte keine Wahl, als dir zu vertrauen. Eine Schande. Dabei hätte noch etwas aus dir werden können. Hier drüben, komm, das ist es.
Freund ist hier durchgegangen. Er ist nicht weit. Komm raus zum Spielen. Die Zeit wird knapp. Und auch der Platz. Die Katze wird zur Maus. Schön, dass es dich noch interessiert. Gibst du mir Feuer? Diesen Straßenköter hätte schon längst jemand beseitigen sollen. Du kennst mein Gesicht, oder? Solowetzki, bereithalten für Sprengbefehl. Sagt euch nach. Ich finde, du hast dir diesen Moment verdient. Ich wünschte, wir könnten nach Solowetzki zurückkehren und zusehen. Aber das Kapitel ist vorüber. Das nächste beginnen wir gemeinsam. Du warst gut. Und nach all der Zeit, glauben Sie immer noch, ich wäre Perseus? Als ob ein Einzelner allein jemals Perseus sein könnte. So amerikanisch. Wir brauchen eine neue Heimat. Wir überraschen das Zentralkomitee, genau wie die CIA. Auch wenn wir die beste Wahl für unsere Heimat gefällt haben. Nicht. Für die Menschheit. Ihre Augen werden benebelt sein, wie unsere es waren. Komm, es gibt noch viel zu tun. Wie viele Greenlight-Bomben hat er gezündet? Jede einzelne, Mr. President. Weiß jemand, dass das unsere Bomben waren? Vor einer Stunde wurden anonym Daten über Operation Greenlight veröffentlicht. Vermutlich von Perseus. Wir bekommen Anrufe aus aller Welt. Dieser Schweinehund. Sie und Vizepräsident Bush werden sofort an sichere Orte verlegt. Alles, was auch nur im Ansatz hiermit zu tun hat, soll verschwinden. Für immer. Können Sie das veranlassen? Natürlich. Ist schon in Arbeit. Wir werden Europa brennen sehen. Das US-Imperium wird unter der eigenen Last zusammenbrechen. Aus einer Welt mit zwei Supermächten wird eine Welt mit einer. Der Sowjetunion. Und wenn die Anführer dieser neuen Ordnung die Gelegenheit vergeuden, die wir ihnen bieten, werden auch sie ersetzt. Kasim Javadi. Er fiel in die Hände deiner ehemaligen CIA-Freunde. Kasim ist zu weich. Du musst dich um seine Auslöschung kümmern. Es ist bedauerlich, dass du Anton Volkov töten musstest. Er war unser wertvollster Kontakt in der DDR. Doch vielleicht wird sein Verlust nicht so schwer wiegen, wenn der Westen fällt.
Du sagst, Elia Sorazulay starb in Kuba. Wir werden ihn nicht vermissen. Er wird unseren Agenten im Nahen Osten nicht mehr in die Quere kommen. Was den Rest angeht, es war ein Vergnügen, sie an deiner Seite zu vernichten. Leider wurde unser wichtigster Agent in den USA, Robert Eldridge, getötet. Unser Spionagering ist intakt, doch wir müssen uns erholen und eine neue Führung finden. Der Tod von Major Vadim Rudnik ist ein schrecklicher Verlust für das postnukleare Europa. Er sollte die Zukunft im Sinne Russlands herbeiführen. Hoffentlich können wir auch ohne ihn unsere Pläne verwirklichen. Der CIA gelang es auch, zwei von Rudniks wichtigsten Agenten zu eliminieren. Der letzte wird helfen, das Loch zu füllen. Aber glaube mir, diese Rückschläge sind nicht von Dauer. Wir fangen gerade erst an.